Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotherapie im Asklepios Westklinikum Hamburg. Heute informieren wir Sie an dieser Stelle ganz ausführlich über das Thema Essstörungen, ein sehr wichtiges, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Und dazu begrüße ich an meiner Seite heute Dr. Helge Fehrs, Oberarzt der psychosomatischen Medizin mit Schwerpunkt für Essstörungsbehandlung. Schön, dass Sie da sind. Ja. Herr Dr. Fehrs, vielleicht eine Einstiegsfrage, dass jeder noch mal genau weiß, worüber wir sprechen. Was versteht man genau unter dem Begriff Essstörung? Das kann ja alles Mögliche sein. Ja, es gibt drei große Formen von Essstörungen. Einmal die Magersucht, die Anorexia nervosa, dann die Bulimia nervosa, die Essbrechsucht. Sowie die sogenannte Binge-Eating-Störung, das sind Essanfälle ohne Erbrechen. Das sind so die drei großen Krankheitsbilder. Ich glaube, der Volksmund, also die normalen Leute, kennen am meisten die Begriffe Anorexie und Bulimie. Sind das auch die, die am verbreitetsten sind? Es ist nicht so. Es ist eher im Gegenteil so, dass die Binge-Eating-Störung die verbreitetste ist. Da sind ungefähr 3 bis 5% der Bevölkerung betroffen. Das ist auch eine Erkrankung, die auf dem Vormarsch ist, ebenso wie Übergewicht auf dem Vormarsch ist in unserer Gesellschaft, während die Magersucht eigentlich die am längsten schon bestehende und beschriebene Essstörungsform ist. Es gibt schon Magersuchtsfälle, die im Mittelalter beschrieben wurden. Heute hat es große Bedeutung wegen des Schlankheitsideals der Gesellschaft. Und durch so Shows wie Germany's Next Topmodel und so weiter. Und die Bulimie, die heimliche Essstörung, ist auch eine Erkrankung, die erst in den 70er Jahren beschrieben wurde als Erkrankung, also auch noch relativ neu ist, in Anführungsstrichen, und auch auf dem Vormarsch ist. Wie verbreitet sind Essstörungen im Allgemeinen? Wer ist alles betroffen? Also das Risiko einer Frau an einer Essstörung zu erkranken liegt ungefähr bei 0,5%. Also das heißt, 0,5% aller Frauen entwickeln hauptsächlich in dem Alter zwischen 15 und 35 eine Magersucht. Bei der Bulimie sind die Häufigkeiten etwas höher. Da liegt es so bei zwischen 1 und 2%. Also 1 bis 2% aller Frauen hat das Risiko zu erkranken. Und bei der Binge-Eating-Störung sind es eben 3 bis 5% aller Erwachsenen, also auch Männer. Bei den Erkrankungen Magersucht und Essbrechsucht sind die Wahrscheinlichkeiten für Männer zu erkranken wesentlich geringer. Bei der Magersucht ist es so, dass auf etwa 10 magersüchtige Frauen ein Mann kommt, und bei der Bulimie ist das Verhältnis 20 zu 1, also viel seltener. Was können Sie uns zu den Hintergründen, Beweggründe sind es ja, ist ja nicht immer aktiv, dass sowas angestrebt wird zum Glück, aber was können Sie uns zu den Ursachen sagen? Sie sagten eben schon, all diese Erkrankungen sind insgesamt auf dem Vormarsch. Was steckt dahinter, außer diesem, ja, ich sag mal, teuflischen Magerideal, Schlankheitsideal heutzutage? Ja, also eigentlich bei allen drei Erkrankungen gibt es drei unterschiedliche Ursachenebenen. Einmal gibt es einfach genetische Faktoren, also das gibt einen ganz, nicht ganz unerheblichen Effekt der erblichen Vorbelastung. Das hat man rausgefunden über Zwillingsforschung, dass man eineiige Zwillinge untersucht hat, die in unterschiedlichen Umgebungen aufgewachsen sind. Und man hat bei der Magersucht zum Beispiel festgestellt, dass etwa die Hälfte der Ursachengewichtung auf die Erblast zurückzuführen ist. Die andere Hälfte ist durch Umweltfaktoren bedingt. Und ähnlich ist es eben auch bei den anderen Essstörungsformen mit unterschiedlicher Gewichtung da, aber doch ein erheblicher Teil ist einfach veranlagt. Das heißt, nicht alles ist jetzt Gesellschaft und nicht alles ist Erziehung sozusagen. Und das sind eben genau die anderen beiden Ebenen, die man auch noch sehr genau mit angucken muss, wenn es um Psychotherapie geht, nämlich wie sind die Umgebungsverhältnisse gewesen, welche psychodynamischen Faktoren gibt es, wie sind Menschen groß geworden, welche Beziehungsmuster haben sie, welche unbewältigten Konflikte sind da und eben auch die sozialen Faktoren mit meinetwegen der Rolle der Frau in der Gesellschaft, die sich sehr verändert hat in den letzten 30 Jahren und eben auch den Schönheitsidealen sozusagen, die sich ja im Laufe der Gesellschaft auch sehr verändert haben. Also sehr komplex, und auf den Zusammenhang zwischen Körper und Seele, die Sie ja wahrscheinlich beide gleichermaßen behandeln müssen, kommen wir auch später noch zu sprechen. Zuerst würde ich gern wissen, ab wann sind Essstörungen denn wirklich
gefährlich oder sind sie eigentlich per se gefährlich, weil es eben etwas Unnatürliches ist, was dem Körper definitiv nicht nützt, sondern schadet? Also man muss sehr auf den Schweregrad gucken. Die Essstörungen sind ja auch definiert, also es müssten eine Fülle von Kriterien erfüllt sein, damit man von Magersucht spricht. Es muss zum Beispiel erfüllt sein, dass ein Untergewicht erreicht ist unter einem BMI von 17. Es muss erfüllt sein, dass es eine verzerrte Körperwahrnehmung gibt. Es muss erfüllt sein, dass sich die Gedanken immer kreisen um Ernährung und Gewicht. Mhm. Und also das heißt, nicht jeder, der ein bisschen Probleme mit dem Essen hat oder zu viel auf seine Figur achtet, ist gleich auch im typischen Sinne essgestört. Mhm. Und bei der Frage nach dem Schweregrad ist es eben auch sehr abhängig von der Massivität des Untergewichts oder von der Frequenz der Essbrechanfälle. Es gibt Menschen, die über viele Stunden täglich Essbrechanfälle haben. Das ist natürlich eine ganz andere Intensität als jemand, der das vielleicht zweimal die Woche macht. Mhm. Und auch bei der Binge-Eating-Störung ist es eine Frage auch, wie stark ist das Übergewicht, wie stark sind die Gewichtsschwankungen, wie stark ist der soziale Rückzug, um jetzt wirklich eine Krankheitswertigkeit auch zu haben. Kann man dennoch sagen, dass alle Menschen, die eine Essstörung haben, welcher Form auch immer, dass die sich in Behandlung begeben sollten? Nein, nur wenn es Kriterien erreicht hat, die krankheitswertig sind, wie eben beschrieben, und eben auch die Einschränkungen im sozialen Bereich sehr groß geworden sind. Und alle, die die Frage haben, ob sie schon in Behandlung sich begeben müssen oder nicht, mhm, sollten sich erstmal unverbindlich in Beratung stellen, die es zum Beispiel in Hamburg gibt. Es gibt viele Essstörungsberatungsstellen, wo man in Telefonsprechstunden anrufen kann, unverbindlich, oder eben in der Ambulanz hier dieser Klinik zum Beispiel sich vorstellen können, um das zu klären. Mhm. Brauche ich jetzt Hilfe und welche Hilfe brauche ich? Wenn solchen Betroffenen dann professionelle Hilfe nahegelegt wird, kann man sich zum Beispiel hier an Sie wenden, ins Asklepios Westklinikum Hamburg kommen. Was haben Sie hier für Therapiemöglichkeiten für Menschen mit einer Essstörung? Vielleicht können wir am Anfang einfach mal eine kleine Aufzählung vornehmen. Also wir haben im Prinzip in dieser Klinik sowohl die Möglichkeit, vollstationär eine Behandlung zu machen, als auch tagesklinisch, was eine Besonderheit ist. Es gibt in Deutschland insgesamt nicht viele Zentren, die beides anbieten. Die meisten haben nur oder ausschließlich stationäre Behandlungsformen. Und innerhalb dieser beiden Konzepte gibt es eine Mischung aus tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapien und verhaltenstherapeutischen Bausteinen. Bei der Behandlung von Essstörungen kombinieren sehr viele Zentren diese beiden etwas unterschiedlich ausgerichteten Therapieverfahren. Und an Behandlungseinheiten arbeiten wir sowohl mit Gruppentherapie, mhm, in Gesprächsform, als auch mit Einzeltherapie und haben eine Fülle von Kreativtherapien. Wir haben also körperorientierte Therapieverfahren mit unterschiedlicher Ausrichtung, je nach Krankheitsbild, und wir haben auch Kunsttherapie als weitere Form, die sehr hilfreich ist, auf nonverbalem Wege, mhm, auch weiterzukommen für sich. Das hört sich sehr komplex an und auch sehr vielseitig. Ich glaube, dass es dann wahrscheinlich so ist, dass Sie es so handhaben, dass Sie dem einzelnen Betroffenen wirklich genau die Therapie geben können, die für ihn dann auch am besten ist. Also es muss nicht jeder alles mitmachen, sondern es wird wahrscheinlich geschaut, wo sind die Erfolgsaussichten groß, was macht derjenige gerne, wo geht es ihm dann besser, oder? Genau, man kann eben sehr gut gucken, wie gruppenfähig ist jemand, wie viel Gruppe braucht er, wie viel Einzel braucht er oder sie, und kann nach der Krankheitsschwere und dem Verlauf auch entscheiden, soll es eher was Tagesklinisches sein. Mhm. Das ist zum Beispiel bei vielen Menschen, die eine Essbrechsucht haben, besonders hilfreich, weil der Aufenthalt zu Hause am Abend und an den Wochenenden ein sehr gutes Übungsfeld ist. Die Aufnahme in die Klinik ist immer ja verbunden auch mit einem vorübergehenden Abbruch der Kontakte nach Hause, beziehungsweise diese werden einfach ein bisschen weniger möglich. Das heißt, in vielen Fällen auch absolut notwendig, wenn die Schwere der Erkrankung auch so ist. Mhm. Also jemand, wenn wir jetzt über Bulimie sprechen, der täglich mehrere Essbrechanfälle hat, der wird zu Hause wohl überfordert sein, wenn er nur Tagesklinik hat.
Aber wir kombinieren eben auch beide Segmente, also machen bei manchen Menschen das so, dass sie erst stationär kommen und danach tagesklinisch weiter behandelt werden, um eben diese Übungsphase auch zu haben. Sodass gerade in so einem Stadtstaat wie Hamburg wir einen großen Vorteil haben darüber, dass Menschen eben, die hier leben, auch abgestuft vor Ort behandelt werden können, im Gegensatz zu ländlichen Regionen. Mit diesen ganzen Möglichkeiten, auch der Kombination, die Sie hier im Westklinikum haben, wie sind denn da die Erfolgsaussichten, Menschen aus ihrer Essstörung herauszubringen, dauerhaft auch? Also die Erfolgsaussichten muss man immer sehr individuell bewerten, weil wir sowohl Klienten in Behandlung haben, die schon sehr viele Jahre an einer schweren Form der Essstörung leiden, die schon als Kinder und Jugendliche behandelt worden sind und die auch langstreckig Hilfe brauchen. Und unsere Aufgabe häufig ist eben, da ein Angebot zu machen in einer Reihe von Angeboten. Insgesamt kann man sagen, dass etwa 70% der Patienten mit Magersucht oder Essbrechsucht geheilt werden kann. Je nach Verlaufsform und Krankheitsschwere braucht es aber teils Jahre, um das zu schaffen, sozusagen. Und dann gibt es leider aber auch einen Prozentsatz von ungefähr 30%, der eine wirklich chronische Entwicklung dann nimmt, häufig auch sehr ambivalent ist, sich in Behandlung zu begeben. Und da ist es leider auch so, dass manche Menschen auch durch umfassende Hilfe schwer aus dieser Essstörung herauszubringen sind. Und wir dann nur immer wieder versuchen zu motivieren, dass die Betroffenen auch nach längeren Krankheitsverlaufen den Mut nicht verlieren und sich eben dauerhaft in Behandlung auch begeben. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch, dass der Betroffene will, oder? Das ist doch ein Problem, von dem man immer wieder hört. Manche fügen sich sozusagen, lassen sich behandeln, aber an sich ist das Problem in der Seele, diese verzerrte Wahrnehmung ja gar nicht behoben und sie wollen eigentlich gar nicht. Genau, das ist auch gleichzeitig ein Behandlungsproblem, also dass Menschen mit Magersucht oder Essbrechsucht oder Binge-Eating-Störung häufig auf der seelischen Ebene zunächst nicht so viel Leidensdruck haben, weil sie diesen seelischen Leidensdruck auf der Körperebene ausdrücken. Und der erste wesentliche Schritt ist eigentlich wieder eine Rückführung hin zur unbewussten seelischen Konfliktlage. Und wenn das gelungen ist, also wenn Menschen diesbezüglich auch einen Leidensdruck merken, dann kann man das gut psychotherapeutisch behandeln. Aber das ist ja gerade ganz häufig so, dass Menschen sich dann an die Klinik wenden mit einer sehr zweigeteilten Motivlage. Können Sie uns etwas sagen, Herr Dr. Fehrs, in puncto Prophylaxe? Kann das Umfeld, vielleicht sogar die Betroffenen selber, oder weil Sie auch sagten, dass Jugendliche oft betroffen sind, die Schule irgendetwas tun bei ersten Anzeichen oder vielleicht schon noch früher, um das Risiko möglichst gering zu halten, dass so eine Essstörung auftritt? Ja, also ich glaube, in den letzten Jahren hat auch das Bewusstsein für Essstörungen in Schulen sehr zugenommen, also dass die Lehrerinnen und Lehrer das schon auch in ihren Unterrichtsstoff aufgenommen haben, zu informieren über Essstörungen und über Ernährung und auch häufig Kontakt hergestellt haben zu niederschwelligen Einheiten wie den Beratungsstellen, die dann auch in die Schulen gehen oder wir gehen auch manchmal in die Schulen und informieren. Also da hat eigentlich schon sehr viel Information Eingang gefunden. Das ist sicher noch ausbaufähig im Weiteren. Nicht? Man weiß, dass je früher jemand, der an einer Magersucht oder Essbrechsucht erkrankt ist, sich in Behandlung begibt, umso besser sind die Chancen, da schnell wieder rauszukommen. Und je mehr sich das eingeschliffen hat, es ist ja eine Suchterkrankung mit einer Eigendynamik auch, umso schwergängiger ist es dann auch leider bei manchen, nicht bei allen, aber bei manchen. Also insofern kann man nur immer wieder versuchen zu informieren und aufzufordern, den Schritt möglichst schnell zu machen und damit Schlimmeres zu verhindern.
Haben Sie dementsprechend zum Schluss noch einen Tipp an das Umfeld nochmal von eventuell Betroffenen? Also wenn Eltern, Freunde, Lehrer vielleicht bemerken, dass mit einer Schülerin, einem Schüler vielleicht als Beispiel etwas nicht stimmt, dann ist man mit Sicherheit im ersten Moment in gewisser Art und Weise hilflos. Man weiß nicht genau, die Betroffenen, die werden das nicht sofort wahrscheinlich zugeben. Was soll man tun? Resignieren und nichts machen ist bestimmt der falsche Weg. Das ist der ganz falsche Weg. Wichtig wäre, im vertrauten Rahmen und unter der Maßgabe auch der Schweigepflicht gegenüber anderen erstmal zu versuchen, Kontakt herzustellen und das Thema anzusprechen und auch unabhängige Beratungsstellen dann zu benennen als Kontaktstelle. Wenn die Erkrankung dann sehr zunimmt und auch die Handlungsfreiheit sehr eingeschränkt wird im Alltag, meinetwegen Schüler, die dann auch ihre Schulleistung gar nicht schaffen oder lange krank werden. Da wäre es sicher gut, wenn die Schule dann auch mit den Eltern und den Schülern zusammen Gespräche führt und dann eine Behandlung sehr, sehr vorschlägt, als Voraussetzung auch für ein Fortkommen in der Schule. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Dr. Fährst, dass Sie heute da waren und uns informiert haben. Dankeschön. Gerne, danke. Liebe Zuschauer, vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse. Danke, dass Sie sich hier reingeklickt haben. Wenn Sie noch offene Fragen haben sollten oder eben eine Ansprechstation zum Thema Essstörungen suchen, dann wenden Sie sich sehr gerne einfach hier an die Abteilung. Die ganzen Kontaktdaten sind auf dieser Internetseite auch aufgeführt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, hoffe, Sie finden Hilfe bei uns und sage Tschüss und auf Wiedersehen.